Warmes Wasser in der Küche gibt's in dieser WG in Moosach nur noch zum Abspülen. Ansonsten schalten Alex Kutschera und seine Mitbewohner den Boiler konsequent aus. Man muss sein Verhalten ändern und mit der richtigen Disziplin ist das Energiesparen gar nicht so schwer, wird hier betont. Der Wäschetrockner wurde ganz stillgelegt. Die Wäsche wird wieder aufgehängt. Also das hier ist unsere Büßerkasse. Die haben wir eingeführt für Stromsünden. Das hier ist unsere Sündenliste, wo wir dann aufgeschrieben haben, wie viel Ablass man dann zahlen muss, wenn man zum Beispiel das Licht hat brennen lassen. Man tut was für die Umwelt und es zahlt sich aus. Wenn man irgendwie mitbekommt, so man spart Strom ein, also man kann das ja selber sehen und am Zählerstand, das ist vielleicht nicht die Vergleichswerte, aber man kriegt das schon irgendwie mit, dass man weniger Strom verbraucht und das ist halt schon eine schöne Sache, wenn man das halt merkt, dass das, was man tut, so direkte Auswirkungen hat. Am Anfang war der Wettbewerb für die WG eine große Herausforderung. Jetzt ist das Energiesparen zur Gewohnheit geworden. Die Geschirrspülmaschine in der WG von Miriam Ströer und Co. war derart in die Jahre gekommen. So hat man sich für den SWM-Energiesparwettbewerb ein neues Gerät geleistet. A+. Viel Spaß hatten die Bewohner die letzten 12 Monate. Man hat viele neue Sachen entdeckt und sich auch gegenseitig belehrt. Und es ist ein schönes Gefühl, einen eigenen Energieberater zu haben. Bei elektronischen Geräten haben wir etwas Besonderes festgestellt. Deswegen ziehen wir nach dem Ausschalten jetzt immer den Stecker. Denn die Geräte ziehen auch im ausgeschalteten Zustand Strom. Eine neue Waschmaschine hat sich die WG aus der Maxvorstadt ebenfalls geleistet. Auch A+, denn mehr war bei den jungen Leuten nicht drin. Als es um die neuen Geräte ging, da haben wir uns auch erkundigt, was jetzt A++ zum Beispiel kostet. Und der finanzielle Aufwand, der war, muss man dann irgendwie abwägen. Wo wir gesagt haben, wir sind immer noch Studenten, das können wir uns jetzt nicht leisten. Jeder trägt Verantwortung, den Energieverbrauch zu drosseln, heißt es hier. Und deshalb will man auch in Zukunft fleißig weiter sparen. Auch durch kleine Veränderungen lässt sich viel Energie sparen. Das hat diese WG aus Schwabing erkannt. So wird statt des Desktop-PCs der Laptop genommen, Steckerleisten werden bei Nichtgebrauch ausgemacht und die Waschmaschine läuft nur noch voll beladen und auf niedrigeren Temperaturen. Zudem wird die Spülmaschine nicht mehr so häufig benutzt. 2 Monate lang blieb sie sogar komplett aus. In Sachen Beleuchtung sind jetzt LED-Lampen angesagt. Aufgrund der neuen Lampen haben wir in den letzten 12 Monaten 30% gespart. Besonders überrascht waren die Jungs über den Energieverbrauch einzelner Geräte. Doch durch die Teilnahme bei dem SWM-Energiesparwettbewerb sind sie jetzt um einiges schlauer. Von mir aus gesehen kann man sehr viel in der Küche rausholen, also beim Kochen. Zum Beispiel einen Deckel benutzen, wenn man was kocht oder das Wasser vorher mit dem Wasserkocher aufwärmen. Das geht dann auch viel schneller und man spart sich ziemlich viel. Diese und ähnliche Tipps haben Federer und Co. auch an ihre Freunde und Bekannte weitergegeben. Schließlich kann jeder Energie sparen.